die Stadt nicht mit Dampf gefahren werden durfte. Zogen Pferde, den Wagen, die Wagen. in Wien fuhren ab. Oktober 1865 Danke. die ersten Tramway vom Schottentor über die Alsterstraße bis zur Rennsee Sie, Wattgasse. Wattgasse. Okay. Die Fernstraßenbahn war nicht viel leistungsfähiger und günstiger als der Pferdeomnibus. Wegen des effiziven Einsatzes der Pferdekraft konnte der Tarif reduziert werden. Allerdings musste die Betreiber ihre Schienenwege definieren und erhalten. Westliche Merkmale der Pferdestraßenbahn, der geschlossenen Wagenkästen, wie ihm auch die Straßenbahn, Eisenbahn und Omnibusse aufwiesen. Aha. Der Winterwagen, der ist wahrscheinlich nicht mehr erhalten, oder? Nein, der ist nicht mehr erhalten. Der war geschlossen, ne? Dass er nicht so kalt ist. Also zumindest haben sie hier eine Rekonstruktion des Winterwagens. Ja. Nur die Fahrgäste saßen warm. Ja. Die meisten jedenfalls. Nein, voll Mit der Straßenbahn lässt sich den Fahrgast am leichtesten transportieren, um genau zu sein, 30 Mal leichter als mit einer Kutsche. Das liegt daran, dass ein Rad auf Eisen, auf einer Schiene Eisen, einen ganz geringen Widerstand hat. Ja, das ist bekannt. Siehe das Gewicht über die Schiene. Mit Dampf über den Mauerberg. Dampftramway-Lokomotive 1884 und Beiwagen 1866. Gar nicht aus wie so ein Zug, das sieht so aus wie ein Geschenk eingepackt. Aber hier konnte man früher einsteigen. Ja, das ist nur ein Dampfkessel auf dem Wagen montiert. Deswegen sieht das so aus, gell? Was ist das? Der Beiwagen. Der Beiwagen. Ich wollte nur gucken, ob man auch da einsitzen kann. Könnte man auch nur sitzen, ja. Aber irgendwie kann man das nicht. Und was sind Stühle, Trainer, Holzstühle? Holz ist halt so, wie es halt in der Dampfbahn üblich ist. Ja. Was ist der Nachteil einer Dampfbahn? Man kann abknipsen sich, aber nirgends kann man... Was ist der Nachteil einer... Das ist für Kinder so eine Mitmachstation. Kinder kriegen wahrscheinlich so ein anderes Ticket, wo sie abknipsen können. Modell. Der Langkessel. Ah, das ist der Langkessel. Der Zylinder. Da unten. Dann wünsche ich was ist. Die Bandbremse. Ah, das war eine Bremse hier. Den Deckel runter musste zu bremsen. Die Triebscheibe. Das Zahnrad. Das war eine Zahnradbahn. Ja. Und das Laufrad. Aha. Da ist Laufrad. Siehst du Zahnradbahn da? Nussdorf. Was ist der Nachteil in einer Dampfeisenbahn in der Stadt? Sie ist zu schnell, sie gefährdet die Umgebung durch fliegende Funken, sie ruht, sie kann nicht bremsen. Und? Was ist der Nachteil? Hm?
Wenn wir jetzt B oder C. Schnell waren die Straßenbahn sowieso nicht. Nee. Das ist blöd, wir haben hier gar keine Aufführung. Das steht auch nicht. Und guck mal, hinter dem Beiwagen hatten sie noch so ein. Wahrscheinlich kannst du da, da gibt es so Mittag und dann kannst du das abnehmen. B oder C. B oder C. Jetzt mal zu den richtigen Straßenbahnen. Das sind die richtigen Straßenbahnen, ja? Hoppala. Vorsicht. Die Depot zur Prater Haupthalle? Ja. Der Zischer. Der Zischer. Das ist. Wo? Der ist deswegen so, wenn man die Türen aufmacht, zischt es. Echt? Ja. Der zischt? Ja. Okay. Und der Zischer war auch mit dabei. Auf der Tram. Auf der Parade. Okay, das ist der Zischer. Und da haben die Moderatoren gesagt, sollen wir die Tür mal aufmachen? Und da haben sie es nicht getan. Der Holzwurm. Der Holzwurm. Und der ganz stark. Die haben alle ihre eigenen Namen. Eben, deswegen heißt es ja. Der Holzwurm. Der Holzwurm. Warum? Weil er aus Holz, der ist aus Holz gefertigt. Ne? Probier mal. Ja. Der Umbau mit Stahlaufbauten auf die Untergestelle Typ K und K äußerlich aufwendig und beansprucht so viel Zeit. Eben. Komm, mach mal ein Bild von uns hier, das mit dem Holzwurm. Hab ich schon. Ja, mit meiner Kamera. Was ist das? Neue Schale, alter Kern oder was? Neue Schale, alter Kern. Triebwagen Typ C. Ja, das sieht schon moderner aus. Erster Beiwagen, schaffen wir los. So laut? Ja, wo geht's denn? Das sind WCs? WC, ich muss aufs Klo. Nein, ich muss nicht aufs Klo. Das sind WCs? Nein, ich muss nicht aufs Klo. Eben. Nee, ist schon richtig, weil da vorne links geht es dann in die nächste Halle. Ja, wir laufen schon richtig rum. Der Holzwurm. Der ist völlig aus Holz und die Räder sind aus Stahl. Ja. Guck mal, also da unten Holz. Aber das ist aber hier schätzt. Holzschutz. Aber das ist jetzt hier. Das Blech. Wahrscheinlich, weil dieses Holz dann zum Morsch wurde. Im dritten Leben. Was? Da bist du gar nicht reingeguckt. Doch, das wäre doch ein Reingeweg. Das hat der Papa gemacht. Ja. Und jetzt? Jetzt gucken, wie es denn aussieht. Kannst du finden, wie es aussieht? Im dritten Leben, der Vielfahrt nach dem Kalten Weltkrieg, müssen wir treffen, wenn ich bei uns zu. Wurden alte Fahrgestelle mit modernen Wagenkästen versehen. Ach, da ist der Amerikaner. Genau, das ist er. Das ist der Amerikaner. Das ist er.
Dieses ist der Amerikaner, 4208 ist der Amerikaner. Ja. Wieso Amerikaner? Ist der aus San Francisco? Nee, New York. Aus New York? Lief doch selber, guck. Ja, steht das da? Wenn man lesen kann, ist mal ein Vorteil. Rainbow 40 Triebwagen Typ Z. Das sind wir gefertigt worden. Aha. Rio International. Wahrscheinlich weiß ich, das ist ein Dreiergespann. Zurücktreten bitte. Und hast du schon reingeguckt? Ja. Ledersitze. Der Amerikaner. Holz. Ist Holz drin? Ja. Woher kommt der? Nee, Trio, das ist der Trio International. Wir sind gar nicht mehr.